Wir fliegen morgen für ein Jahr nach Südostasien. Da wird er wohl 5 Minuten Zeit haben, um sich von seiner Tochter zu verabschieden. Genau wie Rebecca, der hat sich auch noch nicht blicken lassen. Und meinen Pass habe ich auch noch nicht. Tja, so sind Eltern eben. Wann wolltest denn du eigentlich packen? Morgen, wieso? Ist das nicht ein bisschen knapp? Ich bin in 10 Minuten fertig, ich leg doch alles bereit. Aber hast du den Bikini eingepackt? Was redest du da eigentlich? Sieh doch noch mal bitte nach, ob du den Bikini eingepackt hast. Abend zu meldest, würde ich mich freuen. Ach, wenn einmal die Woche reicht? Mindestens. Sepp, jetzt entspann dich erstmal. Du siehst total gestresst aus. Ja, bin ich auch. Danke. Weißt du, wo Lydia ist? Ich dachte, die wollte mit dir kommen. Nein, und auf ihrem Handy erreiche ich sie auch nicht. Mal alle herhören. Ab morgen trage ich meine Königin, wohin sie will. Lydia, bitte melde dich doch mal. Oder komm zu Andi und Helena. Ich hoffe, es ist nichts passiert. Ich würde dich so vermissen. Ich dich auch, Süße. Ich muss leider schon los. Wahrscheinlich arbeite ich wieder die halbe Nacht durch. Kommt gut an. Ja. So. Bis in einem Jahr. Tschüss. 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 Apropos. Was ist das? Pack's aus. Ein Talisman gegen Flugangst. Woher weißt du, dass der hilft? Ich hab den gleichen.